Ja, spätestens jetzt werden Sie eigentlich wissen, worum es heute in unserer Sendung geht. Nämlich um das angeblich deutscheste aller Gemüse, um Sauerkraut. Herzlich willkommen also im Ratgeber Essen und Trinken. Sauerkrautrezepte gibt es natürlich unglaublich viele und jeder wird da seine eigenen Vorlieben haben. Wir zeigen Ihnen mal, wie wir es am liebsten essen. Ja, und dazu habe ich hier eine Zwiebel fein geschnitten, eine große Zwiebel. Dann einen Apfel in solche feinen Scheibchen. Und jetzt kommen noch 2 bis 4, so variabel sind wir dann immer, Knoblauchzehen dran. Und ich suche mir da immer die Größen raus und gehe an die höchste Grenze der angegebenen Zahl. Ob man jetzt zum Andünsten Schmalz nimmt, Schweineschmalz oder Gänseschmalz, oder ob man Butter nimmt, ob man neutrales Öl nimmt oder was auch immer, das hängt vom eigenen Geschmack ab. Wir nehmen Olivenöl. Erstens ist es am bekömmlichsten und zweitens finden wir, dass es am besten schmeckt. 2 Esslöffel in den Topf und dann wird das alles erstmal angedünstet. So, dann kommen die Zwiebeln. Ja, schmeißen wir schon mal rein. Das hast du aber toll fein geschnitten. Ja. Wunderbar. Und jetzt brauche ich noch den Knoblauch, bitte. Kommt. Es soll nicht bräunen, sondern nur angedünstet werden. Und schließlich einen Apfel hinzufügen. Und zwar entkernt, geschält und in Scheibchen geschnitten. Diese fruchtige Süße von einem Apfel, die mildert das Sauerkraut und es schmeckt dann sehr gut. Bevor Sie das Sauerkraut dazu tun, sollten Sie es probieren, wenn es Ihnen zu sauer ist oder zu salzig, einmal kurz mit Wasser abbrausen und gut abtropfen lassen. Ist in Ordnung? Mhm. Na, dann tu es mir rein. Schön durchmischen und alles? Ein bisschen, nein, nicht alles und vor allen Dingen ein bisschen auseinanderzupfen, nicht einfach reinschmeißen. Na gut. Das schmeckt gut. Ja. Es schmeckt sogar roh gut. Man kann auch immer ein bisschen übrig behalten und erst zum Schluss unter das gedünstete Kraut mischen. Das hält das Sauerkraut knackig und frisch. So, und jetzt bräuchte ich Wein. Ja? Hast du auch schon probiert? Aber auch nicht korbt? Nur ist in Ordnung. So, dann schütt mir mal was drauf. Also da können Sie großzügig sein, aber 1/4 Liter sollte es mindestens sein. Noch aber ein bisschen was zu trinken brauchen wir noch. Ja, natürlich. Psst, jetzt ist in Ordnung. Und jetzt brauche ich bitte Wasser, denn jetzt kommt der Trick, wie Sauerkraut schön weiß bleibt beim Kochen. Nicht einfach jetzt den Deckel drauf, sondern mit so viel Wasser auffüllen, voll auffüllen, dass es knapp bedeckt ist. So, hier. Genau so. Dann ist nämlich das Kraut von Luft abgeschlossen und kann nicht oxidieren. Und jetzt wird gewürzt. Und zwar mit weißem Pfeffer. 1 Teelöffel. Pimentbeeren. Auch 1 Teelöffel. Wacholder. Auch 1 Teelöffel. Und 2. Jawohl. Lorbeerblätter, ne? Und wer nicht auf die Körner beißen will, der wirft sie nicht einfach ins Kraut, sondern füllt sie in ein solches Teesieb. Kann sie nachher bequem wieder rausfischen. Das Teesieb sollte man aber wirklich nur für die Gewürze verwenden und nicht noch Tee damit kochen. Oder wer sowas nicht hat, nimmt ein solches Stückchen Mull und dann kann man das hier reinwickeln. Aber die Wacholderbeeren kommen hier rein. Auf die beiße ich nämlich gerne. Die liebe ich, vor allem, wenn sie süß sind. Okay. Aber ich finde, Pimentkörner muss man nicht mitessen. Und das jetzt einfach hier so zuschnüren, zudrehen und mitkochen und dann lässt sich es nachher wieder rausfischen. Die Lorbeerblätter und die Beeren ein bisschen unterdrücken und nun Deckel drauf und jetzt eine knappe Stunde kochen. Sauerkraut kann man auf ganz verschiedene Art kaufen und es kommt auch aus verschiedenen Gegenden. Sehr berühmt ist dieses Filderkraut aus der Gegend von Stuttgart, aber auch im Rheinland, vor allem in Dithmarschen, in Norddeutschland und in den neuen Bundesländern gibt es Gegenden, die für ihr Kraut berühmt sind. Am besten ist natürlich Kraut, das man frisch kauft, frisch vergoren, offen, nicht konserviert. Dieses entweder in solchen Eimerchen, die stehen dann meistens im Kühlregal, oder auch häufig beim Metzger. Ansonsten gibt es Konserven, manchmal schon mit Zubereitung, mehr oder weniger gut. Eine Ersatzlösung. Das Sauerkraut, was wir verwenden, ist schon vollkommen durchgegoren, lässt sich schön auseinanderziehen, wie Sie sehen, und ist recht kräftig im Geschmack. Mild dagegen dieses jüngere Kraut, das noch den Geschmack des rohen Kohls hat und ein bisschen süßlich ist. Wir haben uns unser Kraut aus dem Elsass mitgebracht. Das Elsass, ein Land auf der Grenze. Nicht mehr Deutschland, aber auch noch nicht richtig Frankreich. Berühmt für seine pittoresken Winzerstädtchen inmitten der Weinberge, seinen köstlichen Wein und das herzhafte Sauerkraut. Das Land der Störche und der Schnecken,
des Fachwerks und der üppig blühenden Geranien. Und nicht zu vergessen, des weltberühmten Gugelhupfs, der zum Kaffee genauso gut schmeckt wie zum würzigen Traminer. Hier versteht man zu leben und zu genießen. Allenthalben gibt es gemütliche Weinstuben. Wir kehren ein in Ribeauvillet, in die Wiestube zum Pfefferhus. Na, und dann würde ich sagen, dann nehmen wir das Elsässer Sauerkraut, ne? Und dazu passt dann der Riesling. Ja, wunderbar. Oh, und ich habe vielleicht einen Hunger, darf ich dir. Und einen Durst. Ein Riesling Trimbach, Jahrgang 92. Wunderbar, den probieren wir gleich mal. Also ich habe jetzt einen Mordshunger. Richtig Kohldampf sozusagen. Ein Sauerkrautdampf. Kriegst du ja gleich mal. Oh, du Wahnsinn. Und das ist für zwei Personen. Setzen Sie sich einen Moment her. Ist ja wirklich toll. Ihr scheint einen ordentlichen Hunger zu haben im Elsass. Da wird eine sechsköpfige Familie davon sein. Ja. Was ist denn jetzt alles auf dieser Platte drauf? Ja, da haben Sie der Blutwurst. Da haben Sie ein Jarret Porc. Eisbein. Eisbein. Da ein Schiebe Speck. Mhm. Da haben Sie ein Riebchen. Sehr gut, ja. Und da ein Kassler geraucht. Ja. Und diese dicke Wurst da oben? Das sind Morbillard, das ist Morbillard. Die sind auch geräuchert und mit Kümmel? Ja, mit Kümmel, ja, und geraucht, ja. Und die kleine da drüben? Und das sind die Sosis Knack. Ah. Du bist ja gut. Knack, aber kann man nicht mal anfangen? Das wird ja ganz kalt, sonst hat noch niemand das Sauerkraut gesehen. Da hast du recht. Also dann lass uns doch mal anfangen. So. Brauch hier unbedingt Senf zu der Wurst. Ich schneide es gleich in zwei Teile, weil das schafft man ja sowieso sonst nicht. Ach, du hast ja überhaupt schon ein Knackwürstchen. Ja, ich schaff's. Und ein Rippchen. Morbillard. Und Morbillard. Und Kraut. Und Kraut. Mmh. Wenn du Blutdurst isst, doch du auch. Ja, unbedingt. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh. Aber guck mal, wie schön weiß das Kraut wieder ist. Mmh. Wunderbar. Wie viel Sauerkraut rechnen Sie denn jetzt pro Person, Herr Meistermann? Da muss man 400 Gramm per Person ran. Mhm. Ganz schön. Und Fleisch und Wurst? Und so etwas 800 Gramm. Das ist doch Wahnsinn. Da muss man zwei Tage lang Holz hacken hinterher. Das mag man schon. Irgendwie werden wir das wieder los. 800 Gramm Fleisch pro Person. Also ich finde, man kann es auch übertreiben. Aber in einem sollte man sich doch ein Beispiel nehmen an den Elsässern. Die garen nämlich Würste und Fleisch nicht, wie wir das normalerweise tun, im Kraut, sondern extra. Und das hat den Vorteil, dass das Kraut nachher nicht so fett ist und dass es nicht den Geschmack vom Fleisch annimmt, dass es also neutraler ist und man hinterher mehr damit anfangen kann. Welche Würste Sie zu Ihrem Kraut servieren, ist sowieso regional unterschiedlich und hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Im Allgemeinen nimmt man frische Blut- oder Leberwürste, geräucherte Kalbs- oder Schweinewürste, ganz schön ist auch dazu gepökelte Kalbszunge oder natürlich Speck, ganz klassisch. Wir haben uns aber was anderes vorgenommen. Der Metzger hat uns eine Ochsenbrust gepökelt. Das ist ungewöhnlich hierzulande. Und sollte man unbedingt 3 bis 4 Tage vorbestellen. Und die wird jetzt gekocht, ganz normal wie Rindfleisch. Also Sie tun das in kochendes Wasser. Dann kommen dazu, wie man das beim Suppenfleisch auch macht, Lauch, eine Stange in kleine Stücke geschnitten, eine dicke Möhre gewürfelt, einen Stängel Sellerie, Sellerieblatt und eine Zwiebel. Dann kommt hinzu als Gewürze Piment 1 Teelöffel, Pfeffer 1 Teelöffel, 2 Lorbeerblätter und ich tue immer ein paar Chilischoten dazu für die Schärfe. Dann kommt der Deckel drauf und das lässt man jetzt leise 2 bis 2,5 Stunden kochen, bis das Fleisch gar ist. Und außerdem brauchen wir für unser Rezept Kartoffelpüree. Und ich verspreche Ihnen, wer einmal selbstgemachtes Kartoffelpüree gegessen hat, der ist für das aus der Tüte verloren. Und es ist wirklich kinderleicht gemacht. Entweder aus heißen Pellkartoffeln oder wie hier aus Salzkartoffeln, die knapp mit Wasser bedeckt aufgesetzt werden. Etwas Salz dazu und weich kochen. Die Kartoffeln werden abgegossen und stattdessen füllt man mit etwa einem 1/4 Liter Milch auf. Die muss sich
erwärmen auf der Herdplatte und nun wird gestampft. Entweder hier mit so einem wundervollen Oma-Modell oder mit dem normalen Hausfrauenmodell oder, und das habe ich hier, das Designermodell. Und zwar immer von oben nach unten stampfen, nie kreisend rühren, weil dann wird das Kartoffelpüree schmierig. Du kriegst von mir noch ein Stückchen Butter, das du einarbeiten kannst. Sehr gut. Wir tun, warte mal, Muskat kommt erst, wir kommen ein bisschen Pfeffer dazu. Und schließlich mein Lieblingsgewürz, Muskat. Wunderbar. Und wenn das Kraut dann fertig ist, sieht es so hell und appetitlich aus, vorausgesetzt, man hat es nach der Elsässer Methode gegart. Ja, und nicht so bräunlich, wie es bei uns häufig serviert wird, wenn es nämlich nur in Fett geschmurgelt, mit wenig Flüssigkeit gegart wurde und daher oxidiert ist. Denn wir finden überhaupt nicht, dass die Witwe Bolte recht hat, wenn sie sagt, wofür man ganz besonders schwärmt, wenn es wieder aufgewärmt. Nein, richtig gut ist ein frisch gekochtes Sauerkraut. Und wie Sauerkraut hergestellt wird, das schauen wir uns nun bei der Familie Dietrich in Wickerschwier bei Colmar an. Früh am Morgen werden die Kohlköpfe geschnitten, die im Laufe des Tages verarbeitet werden. Heute meistens maschinell, per Hand ist es aber schonender und man kann präziser ausputzen. Herr Dietrich, ist das hier eine besonders gute Gegend für Kohl? Das ist eine ganz besonders gute Gegend für Kohl. Hier wird Kohl angebaut seit undenklichen Zeiten, denn die Bedingungen sind sehr günstig. Es ist ein sehr guter Boden, tiefer Boden, und auch der das Wasser zurückbehält, wenn es trocken ist im Sommer. Denn Kohl braucht viel Wasser, um zu gedeihen und zu wachsen. Aber um die Qualität des Kohles ist bedingt auch durch die Sonneneinstrahlung, durch die Photosynthese. Und hier ist eine ganz besonders große Sonneneinstrahlung. Dieses Gebiet um Colmar ist bekannt für seine wenig Regen. Der Regenfall im Jahr ist weniger als 50 cm. Und das bewirkt ein schönes Wachstum. Es ist keinen Grund, die Trockenheit zu fürchten für den Wachstum. Und ganz besonders die Sonneneinstrahlung, wie wir die Photosynthese und die Synthese von allen Stoffen, die geschmacklich das sind. Ich habe gesehen, dass die Kohlköpfe hier sehr unterschiedlich groß sind. Woran liegt denn das? Ja, diese Kohlsorte ist die bodenständige elsässische Kohlsorte. Und die ist genetisch, hat sie noch eine große Variabilität. Und wie schwer sind diese Köpfe? Diese Köpfe sind schwer von 5, 7 Kilogramm bis zu 10 und 15 Kilogramm. Und diese Sorte, wie heißt sie? Cantal d'Alsace. Also der Zentnerschwere aus dem Elsass sozusagen. Ich habe eben so ein weißes Kohlblatt aus dem Inneren probiert. Das schmeckt ja ganz süß. Ja, der Zuckergehalt des Kohls wird durch die Gärung in Milchsäure umgewandelt. Und dadurch entsteht eben die Säure des Sauerkrautes. Und das Salz bewirkt ja auch die Umwandlung, oder nicht? Ja, weniger, denn das Salz ist zugegeben in 1% ungefähr. Und es ist nicht mehr Salz im Sauerkraut als in einer Suppe, in einer gewöhnlichen Suppe. In einem guten Sauerkraut. Aber das Salz sorgt ja auch dafür, dass das Kraut Feuchtigkeit verliert, also das Sauerkraut nachher weniger ist als vorher das Kraut, was man frisch reintut. Ja, die Gärung, wenn die Gärung vor sich geht, ist ein großer Verlust an Wasser. Die Gärung, der Kohl wird gepresst in der Tonne und das Gewicht drückt das Kohl zusammen und dann entsteht viel Flüssigkeit und die Flüssigkeit wird dann abgeschöpft. Und das ein Kilogramm Kohl gibt nur ein halbes Kilogramm Sauerkraut. Warum ist Sauerkraut so gesund? Ja, Sauerkraut ist gesund, weil es zuerst verdaulich ist, viel verdaulicher als das grüne Kohl, das frische Kohl. Und es ist gesund, weil es sehr reichhaltig ist an Vitamin C, an
an Calcium zum Beispiel und noch viele andere Stoffe. Und sie sind sehr gesund für den Darm, die Gedärme. Ja. Und hat wenig Kalorien, nicht wahr? Wenig Kalorien, das ist sehr wichtig. Sauerkraut ist nicht kalorienreich. Dafür sorgt man dann mit der nötigen Beilage, um da ein bisschen Fette und ein bisschen Kalorien ranzubringen. Und das schmeckt ja dann auch ganz gut hier im Elsass. Ja. Ja, man kann das Sauerkraut auf alle Arten vorbereiten mit allerlei Zugaben, Fleisch, Fische und natürlich. Wie essen Sie Sauerkraut am liebsten? Also ich esse es am liebsten auf elsässischer Art. Also die große Choucroute garnie. Ein schöner Anblick, der Wagen, auf dem die Kohlköpfe so akkurat und ordentlich hochgestapelt sind. François fährt ihn in den Hof, wo die ganze Familie bereits bei der Arbeit ist. Die Choucrouterie Dietrich in Wickerschwehe ist ein kleiner, handwerklicher Betrieb, in dem der Kohl sowohl angebaut wie auch verarbeitet wird. Zunächst muss der Strunk herausgebohrt werden. Das ist wichtig, damit sich die Blätter voneinander lösen. Und außerdem sind die harten Strunkstücke im Kraut unangenehm. Eine ganz zentrale Aufgabe hat die Mutter Dietrich. Sie kontrolliert nämlich, ob die Kohlköpfe gesund sind, entfernt faule Blätter und schneidet schlechte Stellen weg. Waagrecht rotierende Messer hobeln den Kohl in millimeterfeine Streifen, die dann ein Förderband in die Gärbehälter transportiert. Dort wird das Kraut gesalzen. Wie viel für die Gärung nötig ist, braucht Vater Dietrich nicht abzuwiegen. Das hat er im Griff. Nach einer Woche im Sommer bis zu etwa 4 Wochen im kühleren Herbst ist das Sauerkraut fertig. Der Zucker hat sich in Milchsäure umgewandelt. Unter dem Druck eines tonnenschweren Gewichts hat das Kraut die Hälfte seines Gewichts verloren. Es ist jetzt mild sauer, knackig, herzhaft im Geschmack und fertig zum Verzehr. Und wir servieren das Kraut gut abgetropft zu der in dünne Scheiben geschnittenen Ochsenbrust. Und dazu gibt es ein wunderbares Kartoffelpüree. Natürlich gibt es einen Senf dazu. Und wenn ein bisschen Sauerkraut übrig geblieben ist, wird immer noch ein ganzes Essen draus. Wir machen gefüllte Kartoffelklöße. Ja, und dafür nimmt man eine rohe Masse für rohe Klöße. Hast du deine Hände nass gemacht? Ja, natürlich. Das kann man selbst machen oder, na, der wird zu groß. Oder fertig kaufen. Ein bisschen flach drücken auf der Handfläche. Etwas Sauerkraut obendrauf. Angedünstete Speckwürfelchen, die sind inzwischen schon so kalt, dass man sie anfassen kann. Und jetzt den Teig darüber verschließen. Und deswegen müssen die Hände feucht sein, weil sonst klebt alles fest. Schön rund formen. Sauber müssen sie auch sein, sonst werden die Knödel dunkel. Das wollen wir nicht. Aber auch jetzt schön rund formen, so zwischen den Handflächen. Und es darf kein Kraut und kein Speck rausgucken. Nein, Chefin. Brav machst du das. Aber meine ist größer als deine. Du bist ja auch größer. Und dann lässt man sie in leise siedendem Salzwasser 15 Minuten garen. Wenn sie oben schwimmen, sind die Klöße fertig. Die Knödel mit einer Schaumkelle rausheben, gut abtropfen lassen. Und dazu isst man dann einen knackigen grünen Salat. Und jetzt habe ich noch eine Idee für Sie, was man mit gedünstetem Sauerkraut machen kann. Gefüllte Blätterteigtaschen. Dafür kaufen Sie sich diesen tiefgekühlten Blätterteig, das kennen Sie. Der wird auf seine vierfache Größe ausgerollt. Diese Platten finden Sie so in der Packung. Darauf breiten Sie jetzt ein Bett von Sauerkraut. Darauf setzen Sie dann in Scheiben geschnittene Blutwurst, übrigens die Haut vorher abziehen. Sonst beißen Sie nachher drauf, das ist nicht schön. Ein paar Apfelscheibchen darüber. Und diese werden gewürzt mit Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Und mit reichlich Majoran. Den getrockneten Majoran, den Sie jetzt nur kriegen, den müssen Sie zwischen den Fingerspitzen zerrebeln, damit sich das Aroma entfaltet. Und jetzt den Teig darüber zusammenschlagen.
und nun alles miteinander so rollen, dass die Nahtstelle nach unten zu liegen kommt, an den Seiten nach unten klappen, damit alles schön beieinander bleibt. Und jetzt wird das Päckchen mit Eigelb eingepinselt, das mit etwas Milch verquirlt wurde. Und dann kommt es auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Übrigens, man kann die Päckchen auch kleiner machen und hat dann ein hübsches Häppchen zum aus der Hand essen, zum Glas Wein oder zum Aperitif. Bei 220 Grad im Ofen 25 bis 30 Minuten backen. Diese Blätterteigtaschen sind ein kleines Abendessen? Oder auch eine hübsche Vorspeise, wenn es ein leichtes Hauptgericht gibt. Auch ein Koch braucht mal ein Päuschen. Wissen Sie, was das hier ist? Das ist ein alter Krauthobel. Da sind vier Schneiden, dann dieser Hobel und da hat man per Hand ordentlich gehobelt. Denn auf dem Land hat ja jeder sein Sauerkraut selber eingestampft. Und dann hat man früher auch immer eher deftige Sachen zum Kraut gegessen. Also zum Beispiel Blut- und Leberwürste, geräuchertes, gepökeltes, deftiges. Dabei kann man wunderbar auch leichte und elegante Sachen zum Kraut essen. Im Elsass weiß man das. Zum Beispiel nimmt man dort Zander, Lachs oder sogar Hecht. Und jetzt um diese Jahreszeit ist besonders schön ein Fasan. Und dann mischt man noch entkernte Weintrauben unter das Kraut. Ja, und wenn man einen Rebhuhn zu diesem Sauerkraut macht, was ganz neutral schmeckt, dann gibt man auch noch einen ordentlichen Schuss Riesling in das Kraut. Richtiges, deftiges Weinsauerkraut zum gebratenen Vogel. Ja, zum Beispiel probieren Sie mal eine gebratene Ente zum Kraut. Passt wunderbar. Oder einfach einen Brathuhn. Ja, überhaupt sollte man mit dem Sauerkraut viel mehr experimentieren. Man könnte ja auch mal die Gewürze ändern. Exotischer oder auch mediterran werden. Also ich habe hier gleich mal eine ganze Auswahl von Gewürzen hingestellt, die wunderbar zum Kraut passen. Thymian und Salbei, aus Asien Zitronengras, Ingwer, Zitronenblatt und Chilis gibt es in verschiedenen Farben, auch getrocknet. Knoblauch und Schalotten kennen wir hier auch, aber weniger im Kraut. Dann Gewürzkörner wie Kümmel, Kreuzkümmel mit seinem exotischen Duft, Senfkörner, hiesiger Kümmel, Korianderbeeren, Wacholderbeeren, Sternanis, Kardamom, Piment, natürlich auch Pfeffer, weiß oder schwarz und nicht zu vergessen Paprika. Weil die Ungarn machen ja was ganz Berühmtes aus Sauerkraut und Paprika, das gelegte Kraut. Das ist so eine Art Auflauf, also übereinander geschichtet, Sauerkraut, Gulasch, Zwiebeln und viel Paprika. Und dazu passt dann ein Rotwein. Mhm. Aber ansonsten ist natürlich der Wein, der zum Sauerkraut passt, der Riesling. Dort, wo gutes Sauerkraut wächst, im Elsass, dort wächst auch ein guter Riesling. Prost! Einmal kochen und mehrmals davon essen, das ist kluge Haushaltsplanung. Und deswegen sorgen wir immer dafür, dass wir Reste haben. In diesem Fall ist das sogar ganz normal, denn Rinderbrust zu kochen, das lohnt sich nur, wenn die mindestens 1,52 Kilo wiegt. Und da bleibt ja auf jeden Fall was übrig. Und so haben wir auch ein bisschen mehr Sauerkraut gekocht und mehr Kartoffelpüree gemacht. Und daraus gibt es einen Auflauf. So, die Randform, die wird mit Butter eingerieben, damit das Kartoffelpüree nachher nicht anpappt. Und der Boden der Form wird dann ausgelegt mit dem restlichen Sauerkraut. Mhm. Kann ich da mal ran? Ja, komm dann. Ich verteile das hier jetzt einfach. Darauf kommen dann die Fleischwürfel. Übrigens können Sie natürlich auch Schinkenwürfel oder anderes gares Fleisch gewürfelt darauf verteilen. So, und das wird dann abgedeckt mit dem Kartoffelpüree. Das geht einfach immer besser mit der Hand. Schön flach drücken. Und obendrauf kommen dann Butterwürfelchen, Butterflöckchen. Das mache ich jetzt gleichmäßig besser verteilen. Moment, hier fehlt noch, hier ist noch eine Lücke. So, schön glatt streichen. Das würzt du gar nicht mehr weiter? Das brauchst du nicht. Das Kartoffelpüree war gewürzt, das Fleisch war gewürzt, das Kraut war gewürzt. Das ist alles okay. So. Das ist ja wirklich höchst einfach.
Bis dahin können Sie das wunderbar vorbereiten. Wenn Sie Gäste haben, steht es so lange in der Küche bereit. Und Sie müssen es nur noch eine halbe Stunde, bevor Sie essen wollen, in den Ofen schieben. Na, ist das was? Sieht doch super aus, oder? Den Auflauf direkt aus dem Ofen sofort zu Tisch bringen. Dazu schmeckt ein grüner Salat. Und ein kühles Pilz. Sauerkraut ist auch roh ein Vergnügen, zum Beispiel als Salat. Dafür muss man das Kraut sorgfältig auseinanderzupfen und schließlich heiß abspülen, damit es milder wird. Natürlich gut abtropfen lassen. Ja, und die Basis eines jeden Salates ist eine ordentliche Vinaigrette. Die muss gut schmecken, würzig sein. Ich nehme dazu etwa einen Teelöffel scharfen französischen Senf, den Dijon-Senf, etwa einen Esslöffel Sherry-Essig, zwei Esslöffel kräuterwürzigen Essig, der ist hier auch noch mit Honig gewürzt, dann eine Portion Salz, ordentlich Pfeffer. Das wird verrührt, bis eine glatte Soße entstanden ist. Und dann kommen zwei Esslöffel Sonnenblumenöl dazu. Wieder verrühren. Und schließlich 2 bis 3 Esslöffel Sahne. Das ist der besondere Trick hier. Und die wird nun auch eingerührt. Und dann kommt ein Apfel dazu, fein gewürfelt. Und dann kann man das Sauerkraut untermischen. Machst du das mal? Dann kann ich mich um die Teller kümmern. Die werden mit Salatblättern ausgelegt. Und darauf kann man dann den fertigen Salat anrichten. Garniert wird der Salat mit Scheiben von gekochtem Gänsemagen. Das sollten Sie unbedingt mal probieren. Das schmeckt nämlich wunderbar und passt besonders gut zu dem Salat. Dafür kaufen Sie die Gänsemägen im Geflügelgeschäft oder tiefgekühlt im Kaufhaus und kochen Sie sie einfach wie Suppenfleisch mit Suppengrün. Ja, dann muss man natürlich probieren. Na? Zufrieden? Gewaltig. Na, dann können wir ja anrichten. Und ich hole mal die Gänsebrust. Okay. Einen Berg in die Mitte von diesen Salatblättern häufen. Dann setzt man ein paar von diesen Gänsemagenscheiben in die Mitte, bestreut alles mit Schnittlauch. Und wo sind die Gänsebrustscheiben? Hier ist sie ja schon. Ja, ich danke dir schön. Noch ein Tipp. Die Gänsebrust lässt sich in schöne Scheiben schneiden, wenn sie leicht angefroren ist, sonst zerfällt sie nämlich. Eine herrliche herbstliche Vorspeise. Gut passt dazu ein kerniger Riesling. Auch wenn es nur was Einfaches gibt und kein großes Menü, sollte man trotzdem sich ein bisschen Mühe mit dem Tischdecken geben. Das war's schon wieder für heute. Die Rezepte kriegen Sie wie immer auf der WDR-Textseite 386. Oder Sie gucken direkt auf unsere Homepage martinaundmoritz.wdr.de. Ja, und jetzt können die Gäste kommen.